Recht herzlich willkommen zur 7. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir müssen die Rakete umbauen. Eline hat es dann nicht geschafft in ihre zwei Positionen. Einmal den Ort, wo es da war, und das andere war ja halt in den Orbit zu kommen. Dafür müssen wir jetzt mal gerade Elines Rocket laden. Die müsste jetzt da unten stehen. Da ist er auch, und den müssen wir allerdings etwas umbauen, weil die ja dann doch nicht so richtig gut war, ne? Also, ich denke mal, wir nehmen das weg. Setzen die... das war verkehrt. Die zweite Kapsel müssen wir anpacken. Setzen das eins höher. Machen dann die Kappler hin. Hier, denke ich mal. Müssen wir wohl machen, kommen wir nicht drum rum, würde ich sagen. Dann dort unten kommt Feststoff dran. Müssen wir, glaube ich, noch einen Tacken höher. So, und drei Stück an der Zahl oder zwei? Ich denke mal, wir machen drei. Machen da drei Stück dran. Na, ich mache die aber einen kleinen Tacken tiefer. So. Das wiederum höher. Damit das auch klappt, ne? Das sind die drei. So. Die mal da alle hin. Dann dort trennen. Dann anmachen. Anmachen können wir gleichzeitig mit dem zusammen machen. Hier ist nachher trennen, wenn es leer gebrannt ist. Und dann da oben. Ganze können wir einfach unter Elines Rocket speichern. Und dann haben wir es schon, ne? Aber wir müssen jetzt erst zurück über das Center, sonst kriegen wir sie nicht mit, ne? Oder über das. So, jetzt hier lang. Und hier lang. Letztes Mal hatten wir Valentina mit und ich glaube, diese nehmen wir auch Valentina mit. Ja, die beiden fliegen dann da hoch. Ah, jetzt müssen wir noch... Das hat gut geklappt. Valentina rein, Valentina rein. Die richtige Rakete soll es natürlich auch schon sein, ne? Da ist er auch schon angezeigt. Gut, dann würde ich sagen, können wir starten. So, und dann müssen wir sofort gucken, wie wir da hinkommen. Ja. Da ist er, SAS an. Und dann können wir uns eigentlich schon loslegen, ne? 3, 2, 1, go! Gleich hier hin, reindrehen. Und sofort eine Kurskorrektur machen. Die könnten wir doch aber hier machen, oder sehe ich das falsch? Ah, ich glaube, die ist schon näher wieder, ne? Kann das sein? Tatsächlich. Oh oh, das war jetzt gerade ein bisschen schnell gedreht, ne? So ist das schon okay. Aber jetzt wieder höher. Ich weiß jetzt noch nicht, wo das Ziel war. Das war falsch rum. Wenn so rum. Das Observatorium, meine ich, wäre dort in den Bergen gewesen. So, und jetzt möchte ich nur noch ganz senkrecht hoch. Wie sieht's aus? Aha, wir sind schon leer. Keine Ahnung, wie lange. Ballast abwerfen, ganz einfach. MW haben wir 51.000, also zu wenig. Das ist schon mal doof. War das eine Submission da mit Elina, Suborbital Flight und Kerbal? Nee, das war keine Submission.
Naja, was wollen wir machen, ne? Fliegen jetzt da hoch auf 51.000 Meter, leider wieder nicht in den Orbit. Wo das Ziel ist, weiß ich nicht. Achso, ja, kann man drehen, aber bringt uns nichts, ne? Da unten ist das Gebirge. Da sind noch Teile von uns. Ja. Ich weiß nicht, wo der Ort ist, wo wir hin müssten. Tja. Das heißt, wir hatten jetzt gerade eine Rakete gebaut. Die vier Feststofftanks unten drunter hatten und die reichen nicht aus, um in den Orbit zu kommen mit diesen zwei Kapseln. Das heißt, wir müssen die Rakete noch größer bauen. Ich komme jetzt hier an der Stelle vorbei, wo ich glaube, dass das hier auch nicht so das Ideale ist. Kann das hier auch irgendwie nicht auswählen, wo sie hin muss. Ferry Whip. Safety to your destination. Super. Wenn wir wüssten, wo ihr Destination ist, das wäre ja cool, ne? Tja. Irgendwie müssen wir da gleich einen Fallschirm raus haben, ne? Okay, Hitzeschutzschild ist ja unten runter, ne? Bremst gerade gut ab. Jetzt lassen wir den Fallschirm raus. Wow. Also hier ist ihr Zuhause wohl auch nicht. Okay, da waren noch Teile runtergeflogen, die sind gerade explodiert. Also von einem Heißluftballon her weiß ich, dass die Geräusche von unten sehr gut oben zu hören sind. Wenn man unten spricht, kann man das oben sehr gut hören. Allerdings, wie das auf 4000 Meter in Höhe ist, weiß ich nicht, dem auch so ist. Bevor wir die Dame recovern, werden wir gleich erstmal gucken, wo das hier ist, wo wir hier gelandet sind. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, letztes Mal war es so, dass ich gesagt habe, sieht toll aus. Ich sehe es auch toll, nur wenn das gerendert ist. Beziehungsweise, ich glaube, wenn YouTube das hochgemacht hat auf seine Seite, dann sieht es ganz schlecht aus. Also toll sieht's dann doch nicht aus. Also hier sieht's jetzt richtig gut aus. Ne, da oben ist der Mund. Tja. Da kommt unser Schatten. Vielleicht kommen hier irgendwo so ein paar Bergziegen vorbei oder was. Ja, da kullern wir hoffentlich nicht irgendwie den Bergländer runter mit unseren Kapseln. Okay, Schatten kommt näher. Und wir sind jetzt gleich unten. Jo. Stehen sogar. Interessant. So, jetzt will ich aber erst zurück ins Space Center. Und gerade gucken, wo wir sind. Weil das können wir auf der Station hier auf dem Observatorium können wir das auch sehen. Ja, das heißt, wir müssen viel weiter nördlich dann noch runterkommen.
glaube, wir starten hier, dann müssen wir nach da hin. Sollten wir nächstes Mal beachten, ne? Gut. Ja, wir können das von hier recovern. Brauchen wir nicht wieder reingehen. Ja, machen wir. Daten haben wir keine gesammelt. Hätten wir vielleicht noch machen sollen, ne? Naja, ist jetzt auch egal. Geld ist geblieben. Reputation gab es keine. Schade. Also da geht nichts hier mit Fokus. Was haben wir denn hier noch? Rocket Debris? Wo ist das denn bitte schön? Können wir auch noch recovern oder was? Sieht wohl so auf. Machen wir mal, ne? Liegt da immer noch? Nein, oder? Jetzt ist weg. Aber warum wird da noch die 1 angezeigt? Ein Bug. Okay. Raus hier. Ja. Dann wissen wir Bescheid für die nächste Runde. Brauchen wir mehr Vortrieb. Ja, da ist er ja eigentlich schon, ne? Tja. Dann würde ich mal sagen, basteln wir die gerade noch auseinander. Ne, da war es nicht, da war es. Zaubern dann noch. Ah, kommen zwei da noch drunter. Steigen dann ein bisschen mit höher. Machen die da drunter. Und die mache ich ab. Und machen wir vier von dran, ne? So, dann ist das Werk größer. So, da geht's in der Erde. Dann passt so. Gut, dann speichern wir das und nächstes Mal schauen wir dann, wie wir sie in den Himmel kriegen, ne? In der Hoffnung, dass es dann klappt. Ich weiß es nicht, wir werden es dann aber sehen. Gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.